Hallo Freunde des guten Geschmacks, da bin ich wieder. Ich habe euch heute ein tolles kleines Rezept für euch, wie ihr was Leckeres machen könnt, so als Fingerfood im Sommer. Geht ruckzuck und ist wirklich lecker. Also was brauchen wir? Wie immer, wir haben Hack, wir haben hier 100% Rinderhack. Ich habe das Ganze gewürzt mit einem Rub aus meinem Gewürzschrank. Das heißt, ich habe dort einfach ein bisschen Café de Paris Gewürz dran gemacht, Knoblauchpulver, Pfeffer und Salz. Genau. Wir haben hier eine leichte Schärfe drin durch dieses Café de Paris Gewürz. Diese Gewürzmischung Curry ist da drin. Ein bisschen Chili. Ja, und was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich hier Bacon und Käse. Normalerweise nehmen die Cheddar-Käse. Ich nehme hier Mimolette Jeune, weil wir in Frankreich sind. Und wir schneiden den Käse mal jetzt noch klein. Das machen wir dann in das Hackfleisch rein, formen kleine Bällchen und manteln das Ganze mit dem Bacon. Und dann kommt das Ganze auf den Grill und wird ein bisschen glasiert mit Barbecue-Soße, wie wir das auch kennen von der Bacon Bomb, die ich das letzte Mal gemacht habe. Und ja, ist eigentlich in 20 Minuten ist das Ganze fertig. Also der Käse ist gewürfelt und meistens ist es ja so, dass beim Arbeiten die besten Ideen kommen. Und ich habe mir gedacht, wir probieren einfach mal aus, falls der Käse nicht reicht oder fürs nächste Mal, dass wir einfach auch mal kleine Chorizos reinmachen können oder kleine Tomätchen. Also keine Ahnung, ob das funktioniert, ob das schmeckt. Also Chorizo bestimmt, Tomate auch. Aber wir testen es einfach mal. Ja genau, ne? Also kleine Kugeln formen, schön locker zumachen. Schön rollen. Und dann nehmen wir den Bacon und wickeln das Ganze einmal längs und an der Schnittstelle, wo der Bacon übereinander lappt, machen wir das Ganze noch einmal quer. So, jetzt haben wir unseren Moinkball Nummer 1. Kurzer Blick unter die Haube. Die Moinkballs räuchern durch. Im Hintergrund, vielleicht hört man es, Frankreich ist gerade Weltmeister geworden und hier steppt der Bär. So, die Moinkballs haben eine perfekte Farbe. Der Bacon ist schön knusprig, knackig und jetzt wird glasiert. So Freunde, das waren die Moinkballs. Ihr wisst, Mu und Oink gibt Moink. Also wir haben leckeres Hackfleisch gehabt, cooler Bacon, Käse. Der Käse bei uns war jetzt nicht so flüssig. Normalerweise läuft er dann raus. Ich wollte ihn aber ein bisschen fester haben. Mit Chorizo seht ihr hier das Bild. War auch sehr cool. Und ja, ganz einfach nachzumachen. Probiert es einfach mal aus. Als nächstes haben wir Pastrami. Genau. Das wird ein bisschen aufwendiger, weil wir das Ganze ein bisschen pökeln vorher noch und ein paar Tage ziehen lassen. Aber ihr werdet sehen, das Ergebnis, Pastrami-Sandwich, es gibt nichts Besseres. Also, bleibt dran, ich freue mich über eure Likes, eure Abos und kommentiert gerne mal. Vielleicht habt ihr auch noch was, wo ich gerne mal machen soll oder ausprobieren muss, wo ihr sagt, Mensch, guck mal bei mir, habe ich gemacht, probier's mal aus, bin ich immer gerne dabei. Also, bleibt hungrig, bis bald, euer André.